Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir sind hier wieder irgendwo bei unserer Reise zu Eta Carinae. Allerdings haben wir noch ein gutes Stück zu fliehen und ich habe jetzt erstmal einen anderen Wegepunkt gesetzt zu einer kleinen Attraktion. Und zwar sind wir momentan hier. Also, okay, gut, das Systemname sind eh nur Schall und Rauch hier. Also zur Einordnung, wo wir gerade sind. Genau, das ist eigentlich unser erstes Zwischenziel, wo ich gewählt habe. Hier ist die Bubble. Und mir fliehe aber, na komm, geh weg, hier hin. Nach VY Canis Majoris. Und zwar, das war ein Tipp, wo ich im Deutschen Forum kriegt, dass der hier in der Nähe ist. Und das ist Roter Überriese und das ist einer von den größten bekannten Sterne überhaupt, bei denen man die Größe irgendwie einigermaßen abschätzen kann. Soll sie ungefähr, ja, so um die 1500 Mol der Radius von der Sonne haben. Und das ist ganz interessant, weil wir sind eh schon da in der Gegend. Und die 962 Lichtjahre, die kriegen wir auch noch rum. Allerdings müssen wir ja auch auf Geld verdienen. Und deshalb springen wir in kleinen Schritten. Wobei klein hier ohne ein bisschen relativ ist in der Gegend. Die Sterne sind doch ein bisschen weiter auseinander. Hier das 17, wo ich auf minimal die Routeplanung auf minimal gestellt habe. Also werden wir in der Folge wahrscheinlich eher nicht ankommen. Aber in der nächsten. Und in der Folge gucken wir einfach mal, ob man was Interessantes finde. Ja, also der Gegend, wo ich bin, ist ein munterer Mix aus schon entdeckte Sterne und noch nicht entdeckte Sterne. Ein Haufen sowas, wo einfach nur ein Stern im System ist und sonst gar nichts. Dann muss man halt durch. Oh, cool. B-Stern, blau-weiß. Der ist wahrscheinlich schon entdeckt, nehme ich mal an. Wir gucken trotzdem mal, was es Interessantes gibt. Ja, sonst habe ich, glaube ich, nichts Interessantes mehr gefunden. Ne, das war relativ unergiebig, die letzte Tour. Also ich habe einige Kilometer seit dem letzten Mal geschrubbt, aber nicht die Arbe, sei gesagt, aber naja, man findet ja nicht immer was Tolles. Aber dort vergibt es ja genug. 2, okay, gut, hier ist dann eher weniger. Oh. So Frohlig war schon hier. Das würde mich aber mal interessieren. Ja. Knapp fünffache Sonnenmasse. Moment, was passiert hier? Okay, alles gut. Wollte ich mal gucken. Jo, der ist ein bisschen kleiner mit dreifacher Sonnenmasse. Sonnenradius 2 und 2,6. Joa. Nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Habe ich noch gar nicht gesehen. Also so zwei blaue Sterne, die so nah umeinander kreisen, so nah beieinander stehen. Auch nicht schlecht. Sonnenstift halt mal gerade noch in. Man könnte ja mal gucken, wie es im Community Goal momentan steht. Hier wäre wahrscheinlich kolossal abgefallen sind. Klar, weil seit ewig nichts mehr gemacht worden ist. Hier auch, wir sind hier ganz woanders da. Aber das ist nicht so schlimm. Mal gucken, mal, wenn wir hier rauskommen sind. Ist Anne nicht so weit, oder? Ist noch nimmer bei Stufe 4. Oh, wir sind immer noch in der Top 50%. Wow, hätte ich nicht gedacht. Und dann, ja. Ja, das wäre nicht schlecht. 2 Millionen noch. Würde ich nehmen. Auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal, ob das System schon bekannt ist. Ich denke mal hier. Oh, nee, noch nicht.
Hossa und 33. Sollen wir das so zusammen mal gucken? Hier ist leider kein interessanter Planet. Also in Bezug, dass er jetzt Wasserwelt oder erdähnlich wäre. Aber kommt das Sonnensystem, scannen wir noch zusammen. Das ist ja hochwertige Metalle. Was sind das denn eigentlich? Ach, Mist. Das verwechsel ich immer. Ich dachte immer, dass hier auch so die mit hohem Metallanteil sind, aber hier sind ja nur die Asteroide-Cluster, die komplett uninteressant sind. So also viel metallreiche Planete, da kann man immer mal drauf hoffen, dass man im Terraformierbar findet. Da hätte ich auch ja, bei der letzten Tour gar nicht so unweit von hier das System gefunden. Das war Doppelsternsystem, glaube ich. Das war schon teilweise erkundet. Die Sonne war erkundet, diverse Planeten, da war Wasserwelt drin und insgesamt drei terraformierbare. Aber ein terraformierbarer war noch gar nicht erfasst gewesen. Das war nicht schlecht. Und der war nur in K5000 Lichtsekunden entfernt. Habe ich mich natürlich nicht zweimal bitten lassen. So, ist hier nichts mehr. Muss man hier wieder so. Ach. Hier hätte es noch einen. Ein zweiter Stern. Kommt das gerne mal einfach mal schnell drüber. Ist hier was? Hier ist sogar was. Kohlendioxid-Geysire. B9A. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass auf dieser Ansicht nicht die Entfernung von der Sonne ist. Das wäre cool. 60, geologisch, okay. Ja, nehme ich mal nicht an, dass ich die jetzt anfliehe. Die mal gerade kann mal durchseppen. Hier ist wahrscheinlich irgendwo, genau. Ach so, die Cluster. Der auch mal weg. Oh Mann, nee, hier ist noch was. So was. Upsa, da hat sich noch was versteckt. Da hat sich noch einiges versteckt. Aber nur Eismonde. Die sind eigentlich insofern nur interessant, dass es dort Signale geben könnte. Was sonst? Finde ich relativ unspektakulär. Ja, wohl, sollte man eigentlich nicht sagen. Kommt vor allem, wie die Oberfläche ist, könnte ja schon relativ cool sein. Ich hätte mal fast behauptet, dass hier, ja, hier noch ein Gasriese dabei ist. Und der auch den Rest von den Signalen als Monde hat. So, gucken wir mal. Nee, leider nicht terraformierbar. Okay. So, was könnte man noch achten? Wie groß sind die Monde? Ja, nicht so groß, aber nicht so besonders klein. Ja, normale Abstände. Ja, gut, dass das zu weit würde ich eh nicht hinfliehen. Kann ab und zu mal gucken, wie weit so ein Mond vom Hauptstern entfernt, von seinem Stern entfernt ist. Das ist als mal ganz cool, wenn die nah umeinander kreisen. Oder bei sowas kann man auch mal gucken, aber doch, das ist gar nicht so schlecht, dass da von der Entfernung her könnte ganz gut aussehen. Das sowas auch gern gesehen, weil die sind schon drei Lichtsekunden auseinander. Ja. Nee. Moment, wo ist denn unser nächstes Ziel? Hier. Fliegen wir dann dort mal hin. Aber so Systeme mit viel Signale bin ich erstmal skeptisch, ob man überhaupt die erste sind, der es gefunden hat. Aber hier war es jetzt so. Das ist schon nicht schlecht.
eventuell finden wir hier noch was Schönes, so geologisches Signal. Auf einem Planet, der in annehmbarer Reichweite ist, dann könnte man ja mal hinfliegen. Okay, gut, hier finden wir wahrscheinlich nichts. Zwerg. Dann mal gucken wir mal, was man sonst noch so in der Umgebung finde. Tun wir nur mal gezielt ein paar Anspringe. Durch die Routeplanung wissen wir jetzt so grob, in welche Richtung es geht. Orientieren wir uns mal in die und suchen uns mal selber etwas raus. Oh, habt ihr das gesehen? Drei, hier ist dann eher nichts. Warte mal, gucken mal. Ist auch noch jungfräulich, das System. Okay. Joa. Nehmen wir mal ein bisschen Abstand und dann gucken wir nochmal zurück. Achten wir wohl dir dann. Sehr weite Zielsetzer. Wir gucken uns das erstmal aus. Ja, aus der Entfernung gucken wir es uns mal schnell an. Okay. Ja, ist doch auch nicht schlecht, oder? So relativ nahes Doppelsternsystem. Das sieht man doch immer gerne, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte. Was haben wir dann hier? Wir müssen in diese Richtung, hier sind wir, in diese Richtung müssen wir und wir sehen nur rot. Wir könnten mal den hier schnappen. Wir schnappen mal den hier, den weiß-gelbe. Ist jetzt zwar ein bisschen weg von der Rude, aber das ist eigentlich egal. Passt grob. Ja, ist jetzt ein bisschen weiter weg, aber das ist völlig egal. Wir schnappen uns denn immer weiß-gelb. Also, da, ich würde jetzt fast behaupten, der wäre schon entdeckt, weil die interessante hier, also alles, was nicht M ist oder so oder T-Tauri, die sind, denke ich, schon. Obwohl ich jetzt schon ein paar K-Sterne, die waren nicht entdeckt. Hohohoho. 5. So, machen wir. Uiuiuiui. Oh, das ist doch unbekannt. Wow. Warte mal, doch, das gucken wir uns mal an hier. Also hier. Zumindest 3 in. Ne, der ist ein bisschen weiter weg, der da. Ja, ein bisschen. Warte, oh ja. Auch nicht schlecht, hä? Auch nicht schlecht, muss ich sagen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. 3 Stück so nah beieinander. Cool. Was sind denn das für eine? Ja, der hat fast so eine Größe. Die Hälfte. Ja, die Hälfte und der ist noch gut kleiner.
Interessant, interessant. Moment, ja, ich weiß, wo wir sind. Gibt es denn irgendwo einen derzeitigen Standort? Ups, wir wollen ja irgendein System in unserer Nähe. Was ist dann das hier? Ein F-Stern weiß. Das auch F-Stern, das bisschen weiter weg. G-Stern, so mal, was ist das hier? F-Stern. A-Stern, blau-weiß. So mal, den schnappen wir uns mal, oder? Ja, den schnappen wir uns mal. Unfugmauer, fliegen wir sie eher schon mal an den Sternen vorbei. Okay, gut. Das haben wir schon. So, wie können wir das da noch toppen? Mit einem Vierfach-Sternensystem, also quasi Wummer 4 Teilnehmer direkt ziehen. Das hätte auch was. Bin ich mal gespannt. Ich tippe mal wieder pessimistisch. Ja, der bei den Dexen, weil das sind ja eigentlich. Das dürfte ja eigentlich so eine recht interessante Sterneklasse sein. Also ich finde die zumindest mal cool. Weil von der Beleuchtung her sind die halt klasse. Okay. Lass uns mal gucken. Ja, der ist schon entdeckt. Oh. Oh. Das ist ein erdähnlicher, oder? Würde ich da mal fast behaupten. Wir gucken mal schnell. Nee. Nee. Es ist nicht. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Ist hier irgendwas? Hier ist irgendwas. Ja. Das ist uninteressanter. Was ist das hier? Das hier ist ein Weltenton-Metallanteil. Aha. Ich hätte es nicht gedacht. Das ist ganz normaler Gasriese. Okay, Steine. Ja, ich denke, dass das so in der Gegend, dass die so blau-weiße Sterne, dass die wahrscheinlich in der Regel entdeckt sind. Ich muss stark vermute. Na, hallo? Gasriese mit wasserbasiertem Leben. Ah ja, guck mal, der hat doch so einiges, aber nur steinerne Planete. Gut, da kann dann auch was drauf sein. Ausschließe. Es ist hier quasi uninteressant, weil den haben wir hier gar nicht entdeckt. Silikatdampfgeist hier. Das wäre jetzt interessant, wenn es unentdeckt gewesen wäre. Dann wären wir doch mal hingeflogen. Und mit dem Buggy-Heizer. Aber so scanne meine Ash einfach nur mal. Also manchmal sind die echt biestig versteckt und könnte ich brechen. Oh, guck mal hier. Das ist doch. So, dann gucken wir mal, was das war genau. Ja, ein bisschen größer als die Sonne, fast zweimal so groß. Pitei. Oh, der hat aber nur den Planet erfasst, das andere noch nicht.
Die hat er erfasst. Aber die nicht. Ach cool, das ist ein... Ah, beringter Metallplanet, okay. Und da hat er die Planete auch nicht geholt. Hat er auch noch den Hauptstern geholt. Und du, hochwertige Metalle. Dann hat er schon erfasst. Okay. Hm, gut. So. Was haben wir dann noch Interessantes hier? F-Stern weiß. Er könnte sich. Oh ja, dann nicht, oder? A-Stern blau-weiß. Den holen wir uns noch zum Abschluss. Überspringen wir es dann, aber ist egal. Den holen wir uns zum Abschluss noch. Gucken wir mal, was der sie bietet hat. Ob unser Stichprobe-Theorie richtig ist, dann müsste er auch schon entdeckt sein. Insofern hätte man lieber sollte denn eine andere G-Stern holen oder was das war. Das hätte man wahrscheinlich eher Chance gehabt. So, Ende 20, hier ist ein bisschen was gebaut. Ja. Das ist komplett entdeckt, ja. Oh. Ja, Bob Razard. Oh, da sind interessante dabei. Oh. Oh, guck. Oh, oh, oh. Gucken wir euch das mal an hier. Das da ist ein Checkpoint-System. Also der Bob Razard, der hat Glück gehabt. Wow. Ich glaube. Nee, was? Ich hätte. Das ist ein Gasriese. Ich hätte jetzt echt vermutet, dass das doch kein Checkpoint-System. Ich hätte jetzt echt vom Aussehen vermutet, dass das erdähnliche oder Wasserwilde sind. Wow. Also, gut. Kenne ich mich doch nicht noch nicht so gut aus mit deinen Bildern. Aber es könnte eventuell diverse Terraformierbare dabei sein. Gucken wir mal, vielleicht haben wir ja Glück und es ist noch nicht alles erfasst worden. Jetzt haben wir nur geguckt, dass er da war. Der Bob Razor. Leute, der hat mich echt geschickt. Ich hätte gedacht, dass das da eine Wasserwelt ist. Oder erdähnlich. Also wenn ich ins So-System springen würde, wird das erstmal nee, beim wenn es ein jungfräuliches System wäre, hätte man jetzt erst gar nichts gesehen. Gut, und dann wäre es wahrscheinlich direkt beim Scannen aufgefallen. Da hätte man es hier unten schon gesehen, was es ist. Also doch nicht. Doch, okay, Herzinfarkt. So, oh! 5 Wasserwälde. 10 Terraformierbare. Macht was ich. Oh, doch eine Wasserwelt. Dachte schon, das Ende ist doch auf jeden Fall nie. Ja, also ich sag mal so, das Geld muss ich nicht leihen, auch wenn es schon entdeckt ist von jemandem. Wenn man es gerne, gibt es trotzdem Geld und nicht so wenig. Deshalb werde ich die Terraformierbare, die hier sind und die Wasserwelle auf jeden Fall mal mitnehmen. Jetzt gucken wir uns eher schon was mal verpasst an. Okay, ein bisschen größer als die Sonne. Der könnte terraformiert werden, da fliege ich mal direkt hin. Der könnte terraformiert werden, der könnte terraformiert werden. Die Wasserwelt ist ganz da hin. Hm, das ist doch schon was. Da haben wir zumindest ein paar terraformierbare. Da hat der Bob Razor wirklich Glück gehabt. Gut. Dann würde ich sagen, ich mache hier mal schön weiter. Wir machen hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Sehr höchstwahrscheinlich, wenn ich bei Canis Majoris bin. Freue ich mich schon drauf und bis dahin dann. Bye bye.